Hallo und herzlich willkommen, liebe Pyros oder auch Nicht-Pyros, zu meinem neuen Video, wo ich Feuerzeuge vorstellen werde, wie man unschwer erkennen kann. Ich wünsche an der Stelle jetzt, da wir heute den 25.12.2016 haben, schon mal fröhliche Weihnachten. Heute am ersten Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt Heiligabend genossen und genießt jetzt die Weihnachtstage auch noch. Und ja, Silvester steht ja schon vor der Tür. In 6 Tagen haben wir Silvester und was noch wichtiger ist, in 4 Tagen beginnt der Böllerverkauf. Da freue ich mich echt schon mega riesig drüber, ganz ehrlich. Und außerdem bin ich auch heilfroh, dass ich das Problem Feuerzeuge, was ich all die Jahre auch mal hatte, endlich gelöst habe, weil ich habe ein paar echt coole, die werde ich euch zeigen. Guckt das Video bitte bis zum Ende. Ich werde ein paar Sachen sagen zu den Feuerzeugen, wie viel die kosten, wo ich die her habe und was ich empfehlen bzw. nicht empfehlen kann. Ja, lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt. Ich werde noch ein paar coole Videos drehen. Und dann sage ich mal, starten wir jetzt direkt mit dem Video. So, wir sehen hier einige Feuerzeuge. Ich habe sie nicht durchgezählt, aber es sind auf jeden Fall genügend. Wir haben hier relativ normale Feuerzeuge, heißt ein Stabfeuerzeug. Was gerade irgendwie nicht mehr angeht, wegen Gasmangel. Kann ich ja nachher mal nachfüllen. Dann hier ein Feuerzeug, was immer den Daumen zerstört hat früher. Mittlerweile weiß man damit umzugehen. Beziehungsweise benutzt einfach andere, also kann einem das nicht mehr viel anhaben mit so einem Rädchen. Dann hier normale Feuerzeuge mit einer normalen Flamme. Normale orangene, nicht rauschende Flamme. Ja. Ja, das ist auf der. Ah, nee, ist auf der höchsten Stufe, ich dachte gerade. Dann haben wir hier genauso handliche Brenner, 4 Stück. Die sind schon sehr, sehr benutzt, wirklich. Ich probiere mal ganz kurz hier an der Kamera was aus. Manueller Fokus. Dann zeige ich euch das mal eben. So. Also wie man sieht, das ist schon verdammt lediert. Aber trotzdem tut eigentlich noch einen sehr, sehr guten Dienst, würde ich mal so sagen. Damit habe ich jetzt schon viel gezündelt, von vor ein paar Jahren ist das. Das habe ich gekauft, beziehungsweise die 4 wurden gekauft bei uns im Rewe. Da gibt es so einen Zeitschriftenladen und der verkauft auch Feuerzeuge und da haben wir die geholt für 1,50 Euro, glaube ich, das Stück. Jetzt kommen hier, wow, wirklich verdammt coole Teile. Diese Brenner. Das ist auch eine relativ starke Flamme. Ja, egal wie dumm und dämlich ich mich hier schüttel, es wird nicht ausgehen. Die sind für 2 Euro, wie man hier sehen kann, beim Kick gekauft worden von mir. Ich habe das Orangene, dieses Kotzgrüne und das Gelbe vor ein paar Tagen beim Kick gekauft. Das Rote und das Grüne sind noch vom letzten Jahr. Und das Schwarze habe ich dieses Jahr zu Weihnachten noch geschenkt bekommen. Also echt eine coole Angelegenheit für gerade mal 2 Euro das Stück. Zumindest beim Kick. Das ist, glaube ich, von einem anderen Laden, Teddy oder so wahrscheinlich. Da wusste ich jetzt nicht, wie viel das gekostet hat, aber ist eigentlich auch egal. Es hat ein schönes Geschenk gewesen. Darüber habe ich mich wirklich gefreut. Und diese Feuerzeuge kann ich echt nur empfehlen, weil die sind verdammt cool. Dann haben wir hier etwas, was nicht mehr funktioniert. Auch ein Gasbrenner. Der hat auch eine relativ fette Düse und wenn der jetzt nochmal angehen würde. Oh, geht er jetzt? Ah, sieht man's? Man sieht's nicht, aber man hört es. Dann, also es ist echt. Ist eine starke Flamme, wenn die wieder richtig funktionieren würde. Ich habe das hier, das Feuerzeug mit diesem Gas gestern nachgefüllt. Und das ist genau die Sache, die ich nicht empfehlen kann. Dieses Gas, das ist vom Rossmann, Feuerzeuggas. Und, irgendwie ist das einfach nur scheiße. Weil immer, wenn ich ein Feuerzeug damit befülle, funktioniert es nicht mehr. Und ich verstehe es einfach nicht. Deshalb werde ich mir jetzt bestimmt ein neues Feuerzeuggas zulegen. Und dann hat sich die Sache erledigt. Der Brenner ist auch noch vom Kick. Von vor 2 Jahren, glaube ich. Also die gibt es jetzt leider nicht mehr. Das waren halt so Mini-Flambierer. Die waren da eher in dieser Kochabteilung und so. Aber die kann man leider nicht mehr kaufen. Dafür gibt es jetzt die, die echt verdammt cool sind. Besonders für den Preis auch. Und ja. Also das kann ich euch nur empfehlen, ich kann euch alle Feuerzeuge empfehlen, die hier liegen. Das Einzige, was ich nicht empfehlen kann, ist dieses Gas. Ganz ehrlich, irgendwie ist es doof. Naja, gut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommt über Feuerzeuge, wo man die herbekommt. Die meisten Anfahrstellen sind halt so Billigläden wie Kick oder Teddy oder halt Zeitschriftenläden. Und die kriegt man ja überall, die normalen Feuerzeuge. Und ja, da würde ich an eurer Stelle nochmal vorbeigucken, euch gut eindecken. So 2, 3 Feuerzeuge würden wahrscheinlich genügen. Ich zünde verdammt viel immer an Silvester, deshalb ist die Gefahr groß, dass ich da einen riesigen Feuerzeugverschleiß habe. Aber naja, so ist das halt als Pyro, ne?
Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß während der restlichen Weihnachtszeit, beziehungsweise während der Weihnachtszeit hat ja gerade angefangen quasi. Und ja, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Video. Bis dann!